Oh ja, gut dann. Haha. Aber ja, danke. Ich hab dich auch gern. Nee, Hashtag Urlaub regelt. die eine Frage ist, hast du einen grünen Pilz aufgesammelt? Und Nee. stand und ist dann One-Up über deinem Kopf erschienen. Wüsste ich jetzt nicht so. Also, ich glaube nicht. Also, Na, kann ich verdammt. nicht sagen. Oh, stellt Ich habe euch. aber am Klo mal geleckt. Oh, Das funktioniert bestimmt auch. Da sind auch genug Pilze. Ja. Die andere Frage ist, stellt euch mal vor, Phasmophobia in einer Mario-Welt, so Mario 64. Mario In 64 Luigi's Phasmophobia. Genau. Mansion, wenn es das damals schon gab. Und dann musst Ja. du dann so, oh nein, der Geist ist im Hand. Oh Mist, jetzt sind sie weg. Das kann ich gar nicht erzählen. Muss ich warten, bis sie kommen. So, jetzt muss ich warten, bis ihr alle wieder da seid. Fehlt noch einer. Ja. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, so, oh nein, der Geist ist im Hand. Und dann so, du hast ja keine Türen, in die du reingehen kannst, sondern so, sucht euch die nächste Röhre, springt in die nächste Röhre. Jawohl. Und der Geist wollte einfach dem. Ja, jedes Also wir haben Mal. einfach den Link zu dem Clip dann. Vor allem Ärgere mich hier. am besten Was? ist es dann, wenn der Geist dann auch immer, wenn der Geist in die Hand geht, kommt so immer. Dö, 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 dö. Weil Ja, das ist ja wir Underground haben. von Steam. Wir haben draußen, haben wir spekuliert so, hä? Oh, da ist jemand gestorben und dann auf einmal bewegen sich beide grüne Punkte. Beide. Wir fragen uns, hä? Kruzifix. Vor allen Dingen beim 10 zweiten Mal. Grad. Hutz versteckt sich im Raum und du rennst einfach den Gang auf und ab. Ja, der konnte mir ja nichts mehr machen, ich bin tot gewesen. Ja, aber das war so, der Geist kommt aus der Richtung, du läufst direkt auf ihn zu. Das De. Problem ist, ich habe ihn nicht mehr gesehen gehabt, den Geist. Das hat So, mich voll geärgert. Ich wollte nämlich vor Hutz gucken, wo er ist. was habt ihr denn jetzt? Was hat wer denn jetzt? Also Ich ich hab habe EMF. EMF. Ich habe Thermometer. Haben wir nur ein Thermometer bis jetzt, dann nehme ich das zweite. So, So. wir haben Kruzifix, Enkrat und Röllchen. Der Geist heißt Christopher Williams. Christoph. Also Christopher. Oh. Christopher Williamsbirne. Willi, Genau, wollt ihr mit Rissi. einem Thermometer mit mir mitkommen? So hier rechts Jo, ich neben komme mir. mit. Ich lauf geradeaus. Gott, da sind wir ja schon wieder alleine. Wir gehen jetzt auch gleich mal Basketball spielen. Alles klar. Wer von uns ist größer, der hat bessere Chancen. Ja, wir spielen zusammen gegen den Geist. Ist viel einfacher. Ah. Ja, weil der doch, der kann den Ball greifen, verdammt. Ja. Aber der kann nur uns faulen. Das ist richtig. Hier ist nichts drin. Gehen wir wieder raus. Gehen wir gerade weg von denen. Ja. Oh, hier ist eine offene Tür. Ich mag offene Türen. Bibi, bibi, Wir machen hier kein Underground-Film. Wir sind noch nicht im Keller. Ah, okay. Hier klingelt's. Ich höre es klingeln. Wir müssen uns entscheiden. Einer von uns kann nur die Tür aufmachen. Wenn beide drin klingen, gehen wir wieder zu. Ich habe Bauch gedrückt, muss ich zugeben. Basketball. Hier ist aber nichts. Also die sagen, das Telefon war oben. Ja, wir laufen jetzt erstmal unseren Weg hier ganz normal weiter. Ja, weil hier halt die Geht Tür ihr war. jetzt schon hoch oder bleibt ihr unten erstmal? Ja, wir sind hochgegangen, weil wir von oben ein. Ja, wir haben den Geisterraum gefunden. Okay, wir. Oben das erste Zimmer in der Ecke beim Ein. Also beim. Genau über dem Eingang rechts. Genau über dem Eingang rechts. So, rechter Eingang. Beide Etage rechts. Wir kommen. Es 13 ist Grad. ein Ganggeist.
Also ich komme euch ja jetzt entgegen und hier ist nur 13 Grad auf dem Gang. Okay, gut, dann habt ihr ein bisschen Gehangsthermometer. Also, wir haben im Klassenzimmer Gefriertemperatur. Ja, ich komm zu euch, ganz geschmeidig. So, ihr könnt uns jetzt gleich erstmal zeigen, welcher Raum es ist. Nein, wir wollen keinen Angela Merkel-Geist. Nein, im Raum ist auch. Warum zeigt er die Raute? Oh ja. Nee. Ja, minus 5, minus 6, minus 7. Juhu. Gut. Und du sagst hier draußen. Nee, hier draußen ist gar nichts. Hier draußen ist Wurm. Nee. Dann hat das Thermometer ein bisschen Schreib ins Bist Buch. du hier? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Nein, ich gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Überprüf Bist mal das EMF, wie du hoch hier? Wo bist du? Wo ist das? das ist. Ich habe EMF 5. Wo bist Volles du? EMF. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Okay. Er will mit mir nicht reden. Wieder ein Schweigegeist. Hey, wir haben ja schon zwei Beweise. Brauchen wir noch Kameras hier. Kamera. Wirst du nicht krank werden? Leute, wenn bei euch ganz kurz bei einer Person nur das Licht flackert, sagt Bescheid. Ja, Warum das denn? Benji oder Phantom. Was bedeutet das, wenn das Licht bei einer Person flackert? Wir vermuten, dass wenn du im Geisterraum bist und das Licht ganz kurz flackert, dass du das Opfer von Benji. Ah ja, das wäre nicht so nice. Habe ich noch nicht gehört, aber okay. Wir kommen jetzt eh erstmal zu euch. Lavagandor! Ah, wie A. Gibt kein A. Guten Abend. Ja, auch dir guten Abend. Du Schönen guten Tag, die Guten Herren. kommst gerade noch zur letzten Lavagando. Runde. Ja, dir von Phantom. mir auch guten Abend. Geisterbuch haben wir Phantom schon der oben. Geisterorb. Geisterbuch haben wir Augenblick. oben. Geisterorb oder Dann Datenverbindung. bauen wir uns noch ein paar Kameras zusammen. Ich nehme die Jawohl. Fingerabdruckding mit. Ich laufe schon mal rein mit der Kamera. Jo. Ich komme Ich sag mal, geh mit. lieber durch den Noch rechten wenig, Eingang dass er gleich sich auf durch, mich oder? eingeschossen hat. Genau. Er ist total verschossen. Di in deine Sommersprossen. Nicht? Kurz. Ja. Mal. Spätschicht. Ja, das ist natürlich nice. Dann kannst du jetzt noch ein bisschen länger wach bleiben. Ich habe aber leider ganz normale Schicht, also beziehungsweise gar keine Schicht, normale Arbeit. Somit muss ich demnächst schon wieder ins Bett, damit ich dann früh wieder raus kann. Bin schneller. Na, 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 na. Und ich war sicher unterwegs. Ah, Spätschicht. Wir haben schon Wetten abgeschlossen. Wetten abgeschlossen. Wer schneller ist. Ja. Ihr konntet wenigstens die Ja, Renntaste ob nutzen. du. Ich konnte ja nicht nutzen, die Ob du Renntaste. oder der Geist. Ob ich oder der Wollen wir Geist schneller gleich hier ist. einen vor der Tür aufstellen? So machen. Gleich hier Ich einen vor stelle die mal Tür. einen hier vor die Tür. Ja, ich stelle sie in jeder Ecke einmal rein. So. Geh dann nochmal raus und hol. Da ist er. Wir haben noch kein Foto von ihm.
Wo habt ihr euch denn versteckt? Hallo. Was? Ja, im Geisterraum. Der ist da drin. Hä? Der ist uns vorbeigelaufen. Der ist an uns vorbeigelaufen. Ist eine Banshee. Hat's auf beiden von euch abgesehen. Jo, hat's auf beiden vorbei rausgelaufen. Ja, also uns direkt beiden vorbei. Okay. Und wo war? Sie ist direkt vor meinem Gesicht gespawnt. Ja. Wir waren alle drei im Geisterraum. Alle drei? Ja, dann weiß ich, wer nicht mehr in den Geisterraum geht. Wir wissen, dass du nicht mehr ins Gebäude gehst. Ja. Ja. Weil wenn die euch drei im Geisterraum einfach ignoriert hat und sie bei mir sogar im Raum war und mich angerülpst hat, aber dann zum Glück aufhören musste, weil da hatte ich auch Glück. Die war nämlich dann bei mir auf einmal im Raum und machte dann und dann hat sie aber aufgehört. Ich hatte schon gesagt, so noch zwei Schritte, dann bin ich tot. Aber ich war zum Glück weit genug entfernt. Weißt du? Die ist direkt vor mir gespawnt, hat mich angeguckt, hat nach rechts geguckt und ist zur Tür raus. Ja, wunderbar. Hat sie alles richtig gemacht. Ja, sehe ich auch so. So, ich hab gehört, ach guck mal, meine Sanity ist auch schön nach unten gefallen. Das stimmt. So, was braucht man jetzt noch? So. Braucht nur noch. Was haben wir denn jetzt? Räucherstäbchen. Wir haben Gefriertemperaturen. Wir haben, was haben wir noch? Wer möchte rein mit rein? EMF5 haben wir? Ich gehe mit rein. Ach komm, ich gehe auch wieder. Ja, nein. Komm, geh ich gehe mit rein. Okay. Gut, ihr bleibt. Nimmst du die Kamera mit? Ja, weil, falls er dich dann angreift, kannst du ein Bild von ihr machen. Auf dem Audiosensor. Genau, spiel unseren Köder. Juhu. Spiel unseren Köder. Ja, ich habe ein Fotoapparat dabei, alles gut. Ah, gut. Wunderbar. Wie, wir gehen alle wieder rein? Sehr gut. Ja. Ja, komm, ihr geht doch. Passiert hier nichts. Ich wollte gerade sagen, ihr geht doch auch nur rein, weil ihr wisst, dass er mich frisst. Richtig. Ja. Eventuell. Ja, ich hasse euch so sehr. Also, wir haben unseren Spaß. Ja, ich renne jetzt einfach vor. So. Dann kommt ihr erst gar nicht ins Gebäude. Und einen Pupfer hast du. Da, wo sie gespawnt ist, liegt ein Kreuz. Wow. Einmal kannst du so tun, als würdest du gejagt werden. Ah ja, Benjis hassen. Und auf Hand. Hallo Tante, ich bin wieder da. Wie heißt du nochmal? Bertha? Barbara? Günther? El Capone? Johnson Wilhelms. Irgendwas. John Wilhelms. Ich weiß jetzt, wie man sich beim Angeln... Ich weiß, wie man sich beim Angeln fühlt, wenn man der Wurm ist. Christopher Williams war's. Genau. Ich bin der Anglerwurm, schalalalala. Also ich weiß, dass diese Ecke hier hinten ziemlich safe ist, wo ich jetzt stehe. Also hier, wo ich stehe, ja, ist er gespawnt und das Kreuz liegt nicht mehr hier. Ja. Cool. Oh, ich bin mal weg. Fotografiert. Ich hoffe, es hat gegolten. Nein, in der Aktion. Aber man sieht den Geist perfekt. Boots? Und lebst du noch? Ja, bin in meinen Lieblingsraum gegangen. Mein Leben gerannt. Ich bin um den Lehrertisch drumherum gerannt. Also die ist mit dieser zwei Runden um die Tische gelaufen, dann hat sie sich abgewendet und ist zu dir gelaufen.
Oh Mann, warum. Und ich hab das nicht auf. Und ich hab das nicht auf Stream. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will das auch. Aber könntet mal. Hat jemand ein Wärmeding? Weil da drin ist auch kalt. Ich hab da die ganze Zeit Gefrierarten gehabt. Nee, das ist der angrenzende Raum. Okay. Aber ich hab geräuchert, wir können gehen. Ja, ich auch. Ich nicht. Wir können nicht gehen. Wollt ihr wirklich mit mir hier in einen Raum? Seid ihr euch sicher? Mir ist sowas von egal. Komm in die Mitte vom Raum. Irgendeinem Grund ist der Raum so hell. Meinst du alle mal fertig? Okay, jetzt ist sie fertig. Jetzt mal ohne Müll. Wessen Licht hat denn so hell gestrahlt? Ich hab die ganze Zeit die Tür gesehen. Wir hatten beide die Taschenlampe die ganze Zeit gehabt. Ach, wie nett! ihr seid ja super nett zu ihm. Ich wollte gerade sagen. Aber nicht mal ich gemacht. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Na gut, wir standen ja auch im Raum zu dritt und haben uns gefreut, als er zu dir ist, also. Ja, danke. wobei, zuvor bin ich ja um mein Leben gerannt. Ja, vor allen Dingen, du bist vor ihm weggerannt und ich bin ihm hinterher. Was? Ja, mit dem Räucherstäbchen. Mach die scheiß Tür zu! Wo ist der Wutz? Bist du das Wutz hier in der Ecke? Ja. Gut, vor der Tür steht Wutz. Ist die Tür zu? Ja, ich hab die zugemacht. Nein! Sie kommt nicht zu mir. Nein! Sie hat nicht mich umgebracht. Hat sich umentschieden. Ja. Fotografiert. Oh Gott, ist das mies. Wie kamen wir hier einfach durch die Tür durchgespottet, ey? Weil ihr auf die Tür geleuchtet habt mit dem Licht. Das scheint unter der Türschwelle durch. Und ihr hattet das Licht an, damit habt ihr Akku gezogen. Genau. La 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 la. Ich habe überlebt, singt tra la 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 la. La 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 la. Das ich gemacht habe, das ist so schön, ey. Er hält sich den Nacken, als hätte er Rückenschmerzen. Ja, das ist gut. Sehr nice. Aber mein Foto, wo sie gerade durch die Tür gekommen ist, hat nicht gezählt. Leider. Nee, kommst du? Ja, ich komm ja. Also reingehe ich nicht nochmal. Auch wenn ich jetzt denke, dass ich doch nicht der war, den sie wollte. Wahrscheinlich wollte sie von vorne herein, eigentlich Bisa. Und der war einfach nur gekonnt beim um den Tisch rennen und dann hat sie gesagt, fick dich, ich will nicht mehr. Aber sie ist dann ja gezielt aus dem Raum gegangen. Oder er. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich gedacht hat, Bisa will ich, den kriege ich nicht, die anderen zwei mag ich nicht, die sind mir zu hässlich, dann suchen wir mal den anderen. Vor allen Dingen, es war halt echt so, als sie da in dem Raum war, Bisa ist um den Tisch rumgerannt, glaube ich, oder? Ja. Und ich bin einfach dem Geist hinterher mit diesem Räucherstäbchen gerannt. Oh Mann. Ja, ich hoffe, du hast das aufgenommen. Ich habe das aufgenommen. Sehr gut. Das muss ich mir angucken. Also das klingt nach Situationsgummisch. Und da kannst du dann auch wenn du dann kein Geld damit machen kannst, aber bitte tu in diese Szene. Dieses Nein, das reicht dann nicht rein. Warum nicht?
Es würde so gut passen. Gut, ey. Ja, die Sanity, alle gedroppt einfach. So, und jetzt? Ja. Haben wir jetzt eigentlich alles? Ja, wir haben jetzt Fingerabdrücke, ne? Ja, es ist, also, ja, wir hatten die Fingerabdrücke an der Tür, es ist eine Band. Okay. Wunderbärchen, du. Ich meine, wäre es keine Banshee, wäre ich längst tot. Der ist mehrfach vor mir gewesen. Ja. Oh, ich hätte ja so gel. Foto auf der Kamera noch. Ich hätte es lustig gefunden, wenn er einfach sich umgedreht hätte und hätte dir einfach so eine Backpfeife gegeben. So, tsch, verpiss dich. Tot. Einfach tot. Einfach nur, weil du hinter ihm hergelaufen bist. Einfach so umdrehen, so eine Backpfeife. Ja. Also nicht töten, so einfach nur so eine Backpfeife. So dass du umfällst und dann wieder aufstehst. Ja, das wäre lustig gewesen. Ey, hätt's auch schön gefunden, wenn ich den Geist von hinten hätte greifen können. Ja, genau. Es kann sein, dass wir nur solche lustigen Sachen miterleben. Ja. Ich weiß es nicht. Gut, aber wollen wir mal abfahren? Ja, fahren wir mal ab. Das letzte Mal, wo ich schon ausgeholfen habe, da hat man auch schon so lustige Szenen. Ja. Ah, das war. Immer lustige Szenen. Der Jahreszusammenschnitt ist super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es war eine Benji. Also, warte, Lisa, du darfst einmal kurz in den Stream gucken. Kein Problem. Ich hat sie nicht geholt. La la la. Aber das war echt gut. Ich bin zwei Runden um den Tisch gerannt, hab Todesangst gehabt. Auf einmal dreht sie ab und rennt dir hinterher. Wie heißt sie auf Twitch? Ich? Rotoni, ja. Rotoni, okay. Und der Wolf heißt Wolf Labs. Immer noch nicht richtig. Nicht richtig. Irgendwann lernst du es. Ah, das ist Alpha Wolf. Was nochmal was? Wolf bei der LP oder einfach bit.ly/wolf130. Das ist es. Und warum komme ich auf Wolf Labs? Weil du an Streamlabs, mein Aufnahmeprogramm, denkst. Das könnte natürlich auch sein. Alter, das war gut. Ich musste mich gerade so zusammenreißen, nicht laut loszulachen, weil das war einfach zu geil. Aber das war echt super. Wie gesagt, das muss ich mir dann angucken, weil ich konnte es mir nicht angucken, weil ich war ja mit Flüchten beschäftigt. Ja. Vor allem, dass ihr da zu dritt in dem Geisterraum seid und es stirbt keine. Ja. Also, es kann doch nicht wahr sein. Nee. Ich hatte echt mal Spaß. Nun gut. Vor allen Dingen, wir haben vorher noch theoretisiert, wer von der Bench hier geaggrot wird. Und ich habe gesagt, ich sage, es ist Hutz. Ja, danke. Ja, wir haben alle gesagt, Hutz. Ja, ich habe euch gehört, als ihr gesagt habt. Ist ja von uns allen weggerannt. Ich hab's schon gehört, als ihr gesagt habt, Hutz. Und ich mir dachte, okay, könntet ihr jetzt bitte einfach die Schnauze halten, damit die Aggro nicht weiter steigt, wenn sie euch schon nicht hantet? Ich war so in dem Raum und so. Ruhig, keine Taschenlampe und dann höre ich drüben so, oh nee, aber die geht jetzt Hutz jagen. Ich glaube, Hutz ist jetzt gleich tot. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Hutz noch lebt, aber ich glaube, der ist jetzt gleich tot, weil die jagt ihn ja jetzt. Ja, da stehst du so im Nebenraum. Das war die Chance, jeden von uns umzubringen und ist einfach von uns weggerannt. Und da sind wir halt schön, relativ safe gewesen. Ja, ich war kurz davor, meine Taschenlampe zu nehmen und an die Wand zu hämmern, weil ich im Nebenraum war und so, Schnauze da drüben! Meine immer Fresse. Die nervigen Nachbarn. Ja. Immer müssen sie ihr Radio so laut aufdrehen, nein. Nun gut, aber von meiner Seite war es das. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Ich bedanke mich bei den Zuschauern fürs Zuschauen. Und ja, nächster Stream, vermutlich Sonntag, kann ich aber noch nicht fest sagen, muss ich schauen, ab wann ich sonntags kann. Also ich kann Sonntag ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr, das klingt doch perfekt. Nee, es wird nicht weiterportalt erstmal.
Oh. Es wird Mittwochs. Mittwochs ist Portal-Tag erstmal. Bis Portal durch ist. Sonntags würde normalerweise mein Mystery-Stream weitergehen. Also sozusagen aus dieser Mystery-Rätsel-Reihe würde dann The 13th Doll. Genau, The 13th Doll würde dann starten. Damit ich dann auch diese komplette Geschichte abschließen kann. Aber bevor wir uns hier verlabern, verabschiede ich mich schon mal von den Zuschauern, die jetzt das Video sehen. Ihr lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, ihr wisst, wir freuen uns dann alle. Und können wir sagen, wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr das nächste Mal angeleuchtet oder sowas. Ja, und ganz wichtig, schreibt in die Kommentare, wie viel Taschentücher ihr fürs Lachen verwendet habt. Ja, das auf jeden ja, Fall. Genau. Gut, dann sehen wir uns zum nächsten Video und es war super. Ich brauche noch einen passenden Titel für das Video, da muss ich mir irgendwas überlegen. Tschüss. Ja. Ciao. Tschö. So, gehen wir mal aus dem Spiel raus. So. Ah. Oh, das war jetzt lustig. Das war. So, ja, das war's bei. Ja, das Schöne ist, ihr könnt mich nicht hören. Ich kann euch hören. Nein, der Stream ist noch nicht beendet. Der ist noch nicht beendet. Ich bin gemutet und ich habe euch gemutet. Ja, das war's für Hood Horror Nights. Ich bedanke mich für den schönen Stream. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern. Das werden sie jetzt auch gleich nochmal hören. Die können sich alle nochmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich ärgert es leider ein bisschen, dass diese ganz lustige Situation ganz am Ende diese lustige Situation leider nicht gesehen werden können. Aber, na gut. Online und der Chat ist noch online, der Stream ist noch online und deswegen. Ah, er hat uns auf stumm geschaltet. Ich hatte euch auf stumm geschaltet, jetzt seid ihr aber wieder auf laut und jetzt dürft ihr euch alle nochmal verabschieden. Ja gut. Ciao Stream. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Kauf mein Merch. Tschüss. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Abend. Gute Nacht euch allen.